Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist der ungeduldige Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute haben wir das Unboxing von der aktuellen Tough Cookie Box für euch. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann holt ihr was zu essen, holt ihr was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy, du musst dich nicht dahinter verstecken. Er wartet schon die ganze Zeit geduldig darauf, dass ich endlich diese Box auspacke. Und ja, nun ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich es auch endlich mache. Die liebe Linda hat uns nämlich wieder eine Box zukommen lassen. Und ja, dieses Mal ist es wieder die Happy Box, also quasi mit einem extra Spieli. Ich liebe dich so sehr. Und Entschuldigung. Ja, genau. Ne, mit einem extra Spieli. Und ja, für große Hunde. Es gibt unterschiedliche Varianten. Je nachdem, welche Größe vom Hund du wählst, je nachdem, welche Aboform du wählst, kostet die Box ab 29,99 €. Ich habe hier jetzt die Funbox, beziehungsweise mittlerweile heißt es Happy Box, ne, für große Hunde, denn Sammy ist ein großer Hund. Bist du ein großer Hund? Ja. Und die würde jetzt 40,99 € kosten. Wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein, denn wir haben hier immer die Variante, die Möglichkeit, dass du dir einfach keine Sorgen machen musst. Wir haben hier halt keine Getreidegeschichten und so weiter drin. Und Sammy freut sich offensichtlich schon mal sehr über den Inhalt der Box und ja, leckt schon mal alles an. Was ich anlecke, ist meins, ne? So kennt man das. Aber Mausi, gehst du da vorne hin, bitte? Da vorne? Wir haben auch die Möglichkeit, dass wenn wir uns ein neues Abo halt... Das ist also am heißesten drauf, ne? Das ist nämlich mit Pferden, das riecht hier schon. Dass wir ein Willkommensgeschenk bekommen und es ist so, dass wir... man bringt mich immer wieder außer Fassung hier. Einen Rabatt habe ich auch noch, einen 5 € Rabatt. Den hatte mir die liebe Linda nämlich eben nochmal zukommen lassen. Hier öffne ich jetzt mit Sammy zusammen Malus Bio-Hundekekse. Handgemachte Qualität aus der Steiermark. Bio-Liebesherzöl. Mit besonders viel Liebe zubereitet. Monsieur Sammert schon. Und ja, hier sind 65 Gramm drin enthalten. Ich blende euch ja immer Nahaufnahmen auf. Das sind so wunderschöne Herzchen. Das sind dann die Fotos, die ich quasi auch von den Homepages habe, ne? Weil ich sitze jetzt ziemlich weit von der Kamera auch weg, aber ihr wollt ja auch Sammy mitsehen, deswegen. Und genau, deswegen, ne, bekommt ihr schon mal so ein bisschen was. Und Sammy hat sich das auch mega verdient, dass wir uns heute diese Box gönnen, weil wir waren heute beim Tierarzt. Der kleine Mann hat nämlich zwei Lipome, die immer wieder untersucht werden müssen, ne? Eins hat er hier an der Wange und eins hat er hier am Rippenbogen. Da habe ich euch auf Instagram auch so ein bisschen was zu erzählt. Aber alles ist gut. Dem jungen Mann geht's gut. Und wegen dieser unfassbaren Tortur können wir jetzt mal die Box weiter auspacken. Sammy, das geht so nicht. Geh da hin. Da hin. Aber ich will nicht in die Ecke, Frauchen. Ja, ja. Hier haben wir jetzt das Pfotenteam. Känguru-Sticks. Trainingssnacks, 100 Gramm sind hier drin. Känguru ist natürlich auch cool, ne? Also einfach mal so ein bisschen andere Fleischsorten auch dem Hund bieten können. Die sind jetzt auch ein bisschen kleiner. Das sind wirklich so kleine Trainingssticks, die man geben kann. So zur kleinen Belohnung, ne? Wenn Monsieur dann irgendwas gut gemacht hat. Joa, wenn du irgendwas gut gemacht hast. Du hast immer irgendwas gut gemacht, Sammy. Anders kann man das doch gar nicht sagen. Willst du ein paar mehr? Ja, ja, ja. Und das Gute ist halt, wenn du halt eingibst in diesem Fragebogen, dass du entweder einen großen oder einen kleinen Hund hast. Dann hast du zum Beispiel für kleine Hunde auch nicht diese großen Snacks mit dabei, sodass der Hund es dann auch wirklich essen kann. Das finde ich auch immer ziemlich, ziemlich wichtig. Hier habe ich noch so was schön eingepacktes. Gesund für den Hund Pferdesnacks. Und ja, wie viel sind da drin, Sammy? Weiß ich nicht, das ist eine Packung. Da steht jetzt 80 Gramm sind hier drin enthalten. Da hast du hier schon mal so ein bisschen Anfixereien mit dem Pferd, Maus. Ne? Die sind ein bisschen größer als die, die wir gerade hatten mit den Kängurus, ne? Aber trotzdem auch ein bisschen kleiner. Aber auch so kleine Belonis gebe ich ja auch mal gerne so zwischendurch. Ich gebe ihm sowas auch ganz gerne, wenn wir vom Spazierengehen wiederkommen oder wenn wir zum Beispiel abends im Bett ne, wenn dann so zu Bett geht Zeit ist, dann kriegt Sammy immer noch ein kleines Leckerchen und so. Hier habe ich jetzt was Großes. Nordsee-Trockengemüse, rote Beere-Chips, 150 Gramm. Und das entspricht 1,5 Kilo frischer rote Beete. Hier bei rote Beete muss man immer aufpassen.
glaube, jetzt schreibt Linda mir gerade, weil ich eben ein kleines, kleine Nachricht an sie geschickt hatte, dass man sich nicht wundert, wenn der Urin sich gegebenenfalls ein bisschen rot verfärbt. Ne? Weil das macht rote Beete ja auch. Wir kennen das ja, wenn wir selber rote Beete essen. Magst du die? Das ist nicht so dein Ding, ne? Da ist nicht so viel Fleisch dran. Das ist einfach nur rote Beete als Chips. Oh, sieht das cruncht schön. Probier mal. Willst du nicht? Das ist nicht so deins, ne? Das kann ich mir gut vorstellen, das so in sein Futter mit reinzunehmen oder so, wenn man das ein bisschen gemüselastiger haben möchte. Und er so, ne, gib mir Fleisch. Das ist so ein geiler Hund. Wir haben hier noch einmal, den kriegst du jetzt aber nicht direkt, den kriegst du dann später, einen Knochen mit da drin. Das ist ein Kauknochen aus Pferdehaut, steht hier jedenfalls in dem Deckel mit reingeklebt drin. Oder möchtest du den doch schon haben? Ich weiß nicht, weil hier ist noch was Größeres, was du gegebenenfalls auch cool finden könntest. Ich leg's einfach mal hier so hin, okay? Kannst du schon mal anmachen. Weil hier habe ich noch so ein Herz drin. Da steht jetzt leider nicht mit dabei, was das sein soll. Aber das riecht intensiv, Leute. Und da ist er schon die ganze Zeit so heiß dahinterher. Ich glaube, das ist auch aus Pferdehaut. Jetzt konntet ihr das gar nicht so schön sehen. Das ist halt auch wirklich so ein Herz, ne? Sehr, sehr hübsch. Und dann haben wir am Ende ein Spiegel, aber er ist jetzt ja mit seinem Herz da beschäftigt. Das haben wir halt mit drin, wenn wir die Happy Box haben. Da haben wir immer ein Spielzeug noch mit dabei. Und ich finde das immer ganz praktisch, weil Sammy halt seine Spielzeuge sehr schnell zerfetzt. Irgendwo im Garten verteilt ist auch noch ein Biber unterwegs bei uns, ne? Also so ein Stoffbiber. Und ja, hier steht Stunden voller Spaß. Und hier drin haben wir zum einen so eine Art Massageball, diesen Noppenball. Und wir haben hier auch noch ein Quietschi mit drin. Das habe ich eben schon gemerkt, als ich das mal leicht gedrückt hatte. Das ist halt so ein Emoji. Und ich persönlich finde es ja unheimlich witzig, dass es einfach eine Katze ist, ne? Ja, finde ich wirklich witzig. Ein Bouncing Ball inside, ein Squeak, Super Squeak und das ist hier noch irgendwie festgemacht, deswegen kriege ich das hier nicht raus. Na. Sammy, lass dich nicht von mir beirren, ne? Ich mach mein Ding, du machst dein Ding. Ist vollkommen in Ordnung, ich schieße mich hier mit diesen Viechern ab. Da muss man natürlich aufpassen, dass diese Viecher dann... Wo sind die denn? Sind die dann unter dem Stoff oder so, dass der Hund es nicht frisst, ne? Aber sowas kann man auch schön werfen. Das stelle ich mir jetzt auch gut vor. Na, jetzt kann man ja auch wieder richtig schön im Garten spielen, ne? Und diese ganzen Kramsachen machen. Und dafür ist es natürlich prädestiniert. Finde ich klasse. Doch. Also das war wieder eine sehr, sehr schöne Box mit coolen, coolen Leckerlis. Und ich habe gestern Abend noch festgestellt, dass wir gar nicht mehr so viele Leckerlis bei uns auf Vorrat haben. Ich glaube, noch eine Tüte. Und dann war es das auch. Das heißt, wir haben jetzt hier endlich wieder ein bisschen Vorrat von der lieben Linda bekommen. Und ich freue mich darüber. Es sind coole Produkte. Es ist ein bisschen hochpreisiger, aber dafür hat man hier auch so Brands mit drin, die so richtig Manufakturen sind. Das sind so richtige Firmen, die man gar nicht so bei den großen... Futtermittel, Tier, Zoo, Zootierhandlungen und so weiter findet. Das sind halt so Indie-Brands. Und das finde ich dann immer ganz cool, dass man die halt mit unterstützen kann. Also ich sehe es immer wieder, dass Sammy sehr, sehr glücklich drüber ist. Jedes Mal ist ein Teil dabei, wo er jetzt nicht so unbedingt heiß drauf ist. In dem Fall war das jetzt hier die rote Beete. Aber im Laufe der Zeit wird es dann doch gefressen. Jetzt hat halt einfach gerade dieser Duft von diesem Herz überwogen. Aber gut. Ja, ich bin zufrieden, wenn er zufrieden ist und er ist offensichtlich beschäftigt. Ansonsten würde er euch jetzt sicherlich auch super süß angucken, aber er kann gerade nicht. Und das war's jetzt hier von mir und ja, dem Unboxing von der Tough Cookie Box. Wenn euch unser Video gefallen hat, Entschuldigung, Sammy, du bist ja auch mit am Start, auch wenn du gerade nicht wirklich anwesend bist, aber gut, dann lass uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Vorsichtig schnurren. Ja, ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!